Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Das Collaboratory hat sich in seinem ersten Durchlauf mit der Innovationskultur im Internet befasst und wir haben dazu eine Umfrage erstellt aus 11 Fragen, von denen eine lautete, ob die Regeln zum sogenannten geistigen Eigentum Innovationen im Internet eher fördern oder eher behindern. Die Antworten haben sich zum größten Teil auf das Urheberrecht konzentriert, auch wenn das Urheberrecht natürlich nicht das einzige Recht des geistigen Eigentums ist, aber für viele offenbar das Wichtigste. Die Antworten waren insofern eindeutig, als sich mehr als 80% der Befragten auf die Seite schlugen, die sagte, die Regeln zum geistigen Eigentum behindern Innovationen mehr, als sie fördern. Nur etwa 19% sagten, die derzeitigen Regeln würden Innovationen fördern. Die Frage ist jetzt, warum und was sind die Hintergründe? Wir haben dazu auch qualitative Antworten angefordert von unseren Befragten und haben davon auch viele bekommen. Und wenn man dort hineinschaut, wird das Bild schon differenzierter. Was am häufigsten als Kritikpunkt am derzeitigen Urheberrechtssystem genannt wurde, war, dass es angeblich, zumindest so die Meinung der Befragten, nicht ausgewogen sei. Und zwar in der Weise, dass es mehr die Werkvermittler begünstigt als die Urheber oder auch die Nutzer. Das heißt, wir haben ein verbreitetes Ressentiment gegen die Ausgewogenheit des gesetzgeberischen Prozesses und auch der gesetzgeberischen Ergebnisse. Mit den Werkvermittlern sind gemeint Verlage und Verwertungsgesellschaften und Musiklabel und derartige Vermittler, die es früher auf jeden Fall geben musste, weil das Internet nicht vorhanden war und viele Leute sind heute der Meinung, aufgrund des Internets braucht es diese Leute nicht mehr und die Regeln würden dennoch heutzutage noch deren Geschäftsmodelle schützen und werden insofern überholt. Es wurde aber häufig und eigentlich auch von denselben Leuten, die diese Meinung vorgebracht haben, darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht an sich eine sehr wichtige Funktion hat. Viele haben das wiederum differenziert, wobei sich eine Gruppe herausgebildet hat, die ganz klar das Urheberrecht auch im monetären Sinne als wichtigen Faktor ansieht, das heißt zur Verwertung der Werke des Urhebers. Die andere Gruppe hat es eher als Mittel zum Zweck angesehen, den Urheber moralisch an dem partizipieren zu lassen, was er geschaffen hat. Nicht so sehr monetär, aber dem Urheber zumindest die Nennung und seinen Status als derjenige, der es geschaffen hat, zu sichern. Die konkreten Vorschläge, was man ändern sollte am Urheberrecht oder am rechtlichen System heute, waren wiederum unterschiedlich. Ein Großteil der Befragten war der Meinung, dass es mit Reformen, also wie es bisher in mehreren Stufen seit Ende der 90er Jahre passiert ist, nicht getan ist. Das heißt, diese Gruppe hat gesagt, man müsste das Urheberrecht komplett neu schreiben, von Grund auf mit entsprechend ausgewogenen Grundvoraussetzungen und ausgerichtet auf nicht nur zwei Gruppen, nicht nur Urheber und Verwerter, sondern auf drei Gruppen. Urheber, Verwerter und Nutzer, also die Internetnutzer, die eine immer größere Rolle spielen, weil sie eben selber zum Teil Verbreiter von Medien und von Werken sind und nicht wie früher reine Konsumenten. Die zweite Gruppe hat sich eher für Reformen ausgesprochen, beziehungsweise, also es war eine Minderheit, aber es wurden ganz konkrete Einzelreformen angemahnt und da waren die populärsten einmal die Reduzierung der Schutzfristen, das heißt, viele waren der Meinung, die Schutzfristen derzeit, in der Regel 70 Jahre nach Tod des Autors, wären zu lang in Zeiten des Internet. Es würde sozusagen die Remix-Kultur im Internet behindern, wenn die Werke derart lang geschützt sind und zwar auch derart umfassend geschützt sind. Damit kommt man zum zweiten Punkt, was angemahnt wurde. Das war eine Erweiterung der Freiheiten, der Standardfreiheiten für die Nutzer, das heißt weitere Schranken für private Nutzung im Internet, nicht nur Privatkopie, sondern weitergehende generelle Schranken und das wurde dann in der Regel nicht weiter auseinander dividiert. Die dritte Reform, die angemahnt wurde, war eine generelle Freigabe von Werken, die mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, das heißt Wissenschaft, aber auch sonstige amtliche Werke sollten nach Meinung dieser Gruppe generell vom Urheberrecht ausgenommen sein, gemeinfrei sein. Und das wird also als
als eine Art Kompensation dafür gesehen, dass diese Werke mit öffentlichen Mitteln entstanden sind und insofern der Allgemeinheit wieder zugutekommen. Eine kleine Gruppe hat, wie gesagt, war, wie gesagt, der Meinung, dass das Urheberrecht derzeit Innovationen fördert, indem es nämlich den Leuten die Verfügungsgewalt über ihre Werke gibt und damit entsprechend eine Verwertung und eine Kompensation für den Aufwand, der dahinter steht, sichert. Das war in groben Zügen das Ergebnis unserer Umfrage. Wir haben das dann zur Diskussion gestellt beim Collaboratory-Abend und haben dort mit Experten aus Politik und Verwaltung die Ergebnisse besprochen und dort hat sich eigentlich ein ebenso diversifiziertes Meinungsbild ergeben. Aber es haben sich ein paar Einzelpunkte als doch konsensfähig herauskristallisiert und das war einmal, dass es für verschiedene Bereiche des geistigen Eigentums, sei es Wissenschaft, sei es Film, sei es Musik, sei es Literatur, verschiedene Regelsysteme geben muss und dass es insofern mit einer Pauschallösung für alles nicht getan ist, zumindest heute nicht mehr. Es war auch klar unter den Diskutanten, dass man dem Gesetzgeber als Quelle dieser ganzen Regeln nicht zu viel abverlangen kann, was die Geschwindigkeit angeht, mit der der Gesetzgeber reagiert auf Dinge wie die Entstehung des Internets und was alles damit zusammenhängt, was ja zum Teil sehr schnell passiert, weil das jede Erhöhung der Geschwindigkeit in diesem Bereich potenziell mit einem Verlust an Qualität und an Überlegtheit einhergehen würde und auch in den Institutionen einfach nicht schneller umzusetzen ist. Deswegen war ein Vorschlag für eine Alternative, dass man mehr Regelungen auf untergesetzliche Ebenen verlagert, sprich auf Rechtsverordnungen und Vereinbarungen innerhalb von Branchen und Selbstverpflichtungen und solche Dinge. Und der dritte Punkt, der ganz klar die Diskussion auch dominiert hat, war, dass es einen Gegensatz gibt zwischen Rechtssicherheit und Freiheit im Netz. Das heißt, und Freiheit insofern auch Freiheit, die Innovationen ermöglicht. Das heißt, entweder habe ich ein Urheberrechtssystem, was sehr rechtssicher ist, was den Leuten ganz klar Dinge an die Hand gibt, von denen sie wissen, wie sie funktionieren und welche Rechte sie haben. Oder ich habe ein Klima, in dem ich innovativ was ausprobieren kann. Das heißt, es sind zwei Dinge, die sich mehr oder weniger ausschließen. Das heißt, man muss irgendwo entweder für verschiedene Bereiche eine Balance finden, die unterschiedlich ist für jeden Bereich, oder man muss die Balance ab und zu je nachdem anpassen, wie es im Moment besser ist. Und das war schon eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man sagt, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wenn wir Rechtssicherheit haben wollen, geht das auf Kosten der Innovationsfähigkeit im Internet. Und wenn wir weniger Rechtssicherheit haben, haben wir letztlich auf der positiven Seite zumindest mehr Innovationskraft. Das ist jetzt natürlich eine politische Frage, wie viel Rechtssicherheit will man haben, wie viel Innovationskraft meint man ist nötig. Und das ist also der Punkt, an dem man diese Diskussion wohl fortsetzen muss. Jedenfalls, was für mich als Quintessenz rauskam, war, dass das Urheberrecht einen sensationell schlechten Ruf hat und dass die Leute trotzdem relativ gut Bescheid wissen, wie das Urheberrecht funktioniert. Das war bei unserer Umfrage ganz klar zu erkennen. Und dass es insofern hohe Zeit ist, vielleicht grundsätzlich ranzugehen. Also ich bin ganz klar persönlich eher auf der Seite, die sagt, wir brauchen ein Urheberrecht, was von Grund auf neu geschrieben wird, was direkt die dritte Gruppe, also die Nutzer, mit als wichtigen Faktor aufgreift und nicht nur einseitig den Urheber oder, wie es häufig eben auch ist, den Verwerter im Blick hat. Und ich hoffe, dass die Politik sich das zu Herzen nehmen wird. Wir stehen ja vor einem dritten Korb, einer dritten Reform des Urheberrechts innerhalb weniger Jahre. Und das zeigt vielleicht auch schon, dass der Ansatz vieler kleiner Reformen nicht unbedingt der beste ist. Ich hoffe, dass die Diskussion auf dem Kanal rege sein wird und freue mich über Kommentare zu unseren Ergebnissen. Und die sind natürlich auch auf unserer Webseite zu erfahren. collaboratory.de. Vielen Dank.